Willkommen zur 32. Folge bei Banished. Und damit ihr nochmal seht, beziehungsweise ich auch, wo wir denn jetzt überhaupt stehen. Wir haben einen Stall gebaut. Die Town Hall wäre von den Ressourcen her drin. Wir haben... Na gut, die Häuser, die sind jetzt hier demoliert worden, weil wir brauchen die Bauarbeiter, um unsere Steinstraßen zu bauen. Und das sollen die auch machen, wird schneller hin und her kommen, von rechts nach links, von vorne nach unten und wo sie halt langlaufen wollen. Ich höre ja gerade jemanden hämmern. Wo war denn das? Läuft weg, die walken alle. Haben die Steine geholt, wa? Ja, die fangen an zu hacken, cool. Zeig mal hier. Da fangen sie an, gucke hier, die dunklen Straßen. Okay, die sind schon dabei, das ist super. Dann sage ich hier nochmal, holt mal ein paar Steine. Ist gerade jeder lang getingelt? Nee, ne? Auf jeden Fall hier noch ein paar Steine, da, wenn wir so weitermachen, haben wir keine Steine mehr für die Town Hall. Und wie gesagt, ich wollte ja dann auch erst das Zentrum etwas aufbessern, bevor ich dann an die anderen Sachen rangehe. Ne, ich lasse erstmal weg, damit ich genau sehe, wo ich war. Zentrum, die Häuser umrundet, hier ist umrundet, da braucht nicht, hier ist auch sinnlos und hier zur Brücke, ja, das Zentrum ist abgeschlossen, hier hinten läuft eh keiner lang und wenn wir wollten, hier mal den großen, es wäre Platz für ein Haus, wenn wir wollten, muss ich mal gucken, hier würde es nicht hinpassen, dann müssten wir schon, ja, irgendwie quer bauen. Also weniger schön, mehr als... Hier unten auch nicht näher. Also wenn wir es wollten, würde einzeln passen. Und wenn wir wollten, würde hier auch so eine... Eine Mini-Plantage. 5x5! Boah! Wahnsinn! Nee, also die bauen hier jetzt nicht noch die Straßen. Aus. Mit sehr viel Steinen. Ich brauche mehr Steine. Hier oben können die ja schon hin, ja. Aber ich hole erstmal hier weg. Den Batzen noch. Ach, guck mal hier, da ist wieder ein neuer Labor. Ja. Aber wir haben doch alles so gut, da brauche ich gar nicht erst rumswitchen. Kann der da hinten rumlaufen und... Ach nee, warte mal. Auch hier Taylor. Wenn der fertig ist, dann sammelt er mit. 50 Leder. Das ist ja viel. Das ist sau viel. Ach so, ich gucke mal. 11 Student. Das alleine, der eine. Der ist alleine. Guck noch ganz kurz, wer das alleine ist. Okay, die. Hier haben wir ein Kind. Da ist ein weiblicher Bilder. Könnt ihr zusammenziehen. Weiblicher Student. Weiblicher Student. Männlicher Student. Männlicher Student. Hier, wenn der alt genug ist, kann er mit ihr zusammenziehen. Oder haben wir noch irgendwo einen ganz einzelnen? Nein, ne? Nur der 15er da. Dann haben wir hier noch ein 15er Weibchen. Okay, da warten wir hier auf den Essica. Essica, schon wieder so ein Name. Es könnte ein Vibe sein. Jessica, Essica. Das verbindet man automatisch. Essica hört sich an wie Jessica. Und zack, Kerl, abgestempelt. Alle in eine Schublade gesteckt. Sollte man nicht machen, aber wenn man schon so offensichtlich das macht. Dafür kann ich dann auch nichts, wenn es so falsch ausgelegt wird. 30 Members, yay! Was sind unsere Bauarbeiter, hm? Egal. So, Karte wieder weg. Brauchen wir erstmal so nicht mehr. Hier ist noch alles drin, wenn der nächste Händler mal kommen würde. Sollte, möchte, tut. Tut das sogar? Oder? Nein. Da kommt kein Händler. Schau ich mir mal unsere Steine an. Hier unten. Cancel Removal. Ach, guck mal, wie schnell die sind. Jetzt haben sie das gleich auch alles abgearbeitet. Dann hack mal. Klack, klack, klack. Was hat denn der Kleine gebracht hier? Sag mal. Pause? 4. Sei denn, er hat da noch was beigehabt. Wenn sie vorher schon was beigehabt hat, dann ist es ja nicht 4 gewesen, der eine. Aber das weiß ich ja nicht so. 124. Okay, naja, die bauen halt noch die Straßen. So kostenaufwendig. Die liegen jetzt in Steine, ja, ist der nächstgelegene. Ah, hier vorne sind sie schon. Da ist er! Hm, der hat einen anderen Anschlag, der eine bestimmt.
So, dass ich neue Steine habe. Vor allem für ein Ding, ein Stein. Aber naja, man sieht ja die ganzen kleinen Pflastersteine. Schon klar, dass so viel rein muss. Schon mal wunderlich, dass er aus 6. Also, wenn einer so da liegt, sind es ja 6 kleine. Siehst du, wie groß die da sind und wie klein die hier sind? Dass er so unterwegs vielleicht in der Handkante splittet oder weiß ich nicht, wie das macht, aber schon mal nicht schlecht. Ach, wir brauchen mehr Steine. Dann, Hier unten nicht. Hier links wieder. Da. Die bitte. So, dann zeig mal, was hast du denn? Apple Seeds. Du bist. Ach so, du holst die ganzen Seeds. Ja, cool. Der will nur Feuerholz haben. Dann schicke ich doch mal den Trader da rein. Wir brauchen noch genau 100. Das heißt 25 mehr. Sind's ja, 25 sind ja 100 bei 4. Genau. Man kann ja genau 25 holen. Deine Trader. Dann können wir das ganze Feuerholz hier jetzt einmal einen Schlag weghauen. Lass ich den jetzt? Links oben? Ja, lassen wir hier. Ich suche mir mal den Trader auf, wo der lang läuft. Da. Nein! Das dauert mir zu lange. Ich gebe einen zweiten Trader rein. Wo läuft der lang? Hier. Er holt sich ein Werkzeug. Ist er gerade erwachsen geworden? Holt sich's? Jetzt arbeitet er? Zeig mal. Ach ne, warte mal, er hat sich jetzt geholt. Ja, er hat's. Cool. Cool, gut, dass wir einen zweiten eingestellt haben. Weil der eine rennt ja jetzt irgendwo ins Outback unten. Da bringt er uns nichts. Da läuft sie. Warte mal, sie? Und wie ist er drauf? Warte mal, 17. Hier ist schon 19. 16. Hier unten 17. Trader. Okay, der geht schon. Holzhütte. Oben rechts, hier wollte was anderes hin. Hier halten wir es für ein Krankenhaus, heben wir es uns auf. Ja doch, dann packe ich den mit ins Zentrum rein. Da unten. Wir können die zwei zusammenziehen. Achso, hier, ist schon da. Trade und vielen Dank. Und dann können die zwei wieder raus. Und die war mal einlassig drinne. Und sage, 500 haben wir. Schick mal 300 drin. 5 muss ich jetzt einzeln wegmachen, aber ist ja kein Problem. So. Jetzt haben wir Apple Seeds. Wo machen wir die Plantage denn hin? Da oben haben wir gesagt, ne? Hier oben. Passt die hier hin? 7 mal 9 mal 15, 15. Also ich mache mal einen 5er Schritt und vermute mal, da hängt es irgendwie zusammen. Aber wissen tue ich es nicht. 15 mal 10 vielleicht? 15 mal 10 würde gehen. Man zeigt mal hier, wenn ich hier die Häuser hinmachen würde. Ich mach mal runter, dauert ein bisschen. So. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Straße, dann könnte ich direkt, ja, direkt im Anschluss machen. Nee, ich mach mal so. Es waren ja hier. Ich kann ja anders zählen. Was ist denn leer? Steine. Oh! Die haben wir sehr viele gebaut. Sind noch 21, also 10. 10 und bei der 11. hier kommt eine Querstraße rein. 10? Nee, Quatsch. 8, 20. Eigentlich müsste bei 9 einer hin. Weg die Straße. Das geht doch nicht auf, wenn ein Haus 4 breit ist. Mal von rechts nach links. Ein Haus ist 4 breit, dann muss es hier am besten 12. Würde hier eine Querstraße kommen? Hier sind noch 8. Ja, genau so. Und zur Optik kann hier vielleicht noch eine Straße an den Weg ran. Und wir machen hier die Plantage hin. Machen wir 10. Doch, 10 mal 15 geht. Ach, geil. Dann machen wir hier 10 mal 15 Plantage hin. So einfach. Futter 4000, ja, ist locker. Hier machen wir wieder Kohle. Steine sind natürlich jetzt alle weg. Ach, hier, guck mal, es ist schon gebaut worden. Ach, die sehr schnell. Die anderen drei werden hier oben veranschlagt, wa? Nehmen wir wieder runter. Sag mal hier mehr Holz.
Da ein Blacksmith. Ein Schmied. Ach cool, jetzt haben wir endlich Steinstraßen. Sieht auch schon wesentlich besser aus. Steinhäuser sind vielleicht nicht so schön mit dem hellen Dach, aber bringt halt schon mehr. Da fühlen sie sich halt wohler, wenn es im Sommer kühl hält und im Winter warm. Das ist besser. Wesentlich besser. Ein Haus. Wollen wir hier ein Haus hinmachen? Ja, nein, doch, vielleicht. Auf jeden Fall machen wir einen zweiten Woodcutter rein. Hier ist Futter drinne. Ich baue hier ein Haus hin. Aber warte. Ich weiß noch gar nicht, ob da wer hier anziehen kann. Hier haben wir 13 männlich. Hier ist eine Frau ausgewachsen. 12 Student. 17 weiblich. Jetzt haben wir mehr Weiber als Männer. Wie sich das immer dreht, ey. Das ist ja unfassbar. Ne, dann müssen wir warten. Gehen wir mal. Stonecutter haben wir gar nicht drin. Was geht denn da? Dann muss ich ihn leider wieder entfernen. Da ein Stonecutterin. Und jetzt haben wir die ganzen Steine ausgegeben. Das gibt's ja gar nicht. Müssen wir ja Tatsache noch mehr holen. Hier, dann nehmen wir mal den Klumpen damit. Ach komm, hier, nimm alles. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Leute. 8 Kinder gleich, wow. Die sieht sehr, sehr gut aus. Ja, wir brauchen jetzt halt noch einen Kerl. Irgendein Mann oder so. Müssen wir schnell auswachsen, der eine da. 14 und 12. Wir hätten... Nachschub wäre da. 2 Männer wohnen wieder alleine. Das ist natürlich mehr als uncool. 33 Leute, ja. Yeah. Die Kirche nimmt zu. Das ist doch mal... nett. Achso, hier sind sie dabei. Gut. Würden, waren mal 3 Leute? Ne, 2 Leute würden da, glaube ich, dran arbeiten. Das sind ja nur Bauarbeiter. Die brauchen wir eigentlich nicht. Aber wenn alles weggetragen ist, brauchen wir keinen mehr. Und Winter! Das Feld sieht auch komplett fehlplatziert hier aus. Ja, vielleicht fällt mir noch was später was Besseres ein dafür. Nur mal testweise, ich will dann Schinn machen. 4x12 konnte man machen, aber... irgendwie mit die 5er Schritte am liebsten, weil 15 mal 15 wäre halt Maximum. Es wären 4 und ich hatte mal ausgetestet, bei 10 mal 10 wären es jetzt genau 2 Arbeiter. Also so die Hälfte quasi. Ich habe es nicht durchgerechnet, aber ich habe halt nur ausprobiert. Try and Error, so quasi. Hier sollen sie noch ein paar Steine holen, falls da überhaupt jemand läuft. Und ja, hier Trader kommt auch mir jetzt ziemlich zu selten noch. Oh, jetzt haben wir fast überall einen drinne. Wie Taylor zum Beispiel, der läuft jetzt rum und macht andere Arbeiten. Bei ihm ist ja voll. Zeig mal hier. Kohle, okay, der macht Kohle, das ist gut. Wir brauchen ja für den hier. Ein Bilder. Wie sieht's denn hier aus? 14 Student, männlich. Geht es auch andersrum, wenn die Frau ausgewachsen ist, dass sich einen männlichen Studenten holt? Man kann's ja eigentlich nur ausprobieren, ne? Anders kriegt man's ja gar nicht raus. Ich mache es einfach mal hier, klick mal Haus hin. Da ist die Arbeitswege nämlich viel kürzer. Futter könnt ihr da hier rausholen. Und Feuerholz von hier. Tja, ausprobieren. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Und wenn nicht, dann kann ich den ja wieder rausschicken, wenn da ein falscher einzieht. Beziehungsweise bis es gebaut ist. Ja, da oben wächst der ja noch ein bisschen. Und altert natürlich noch ein Stück. Also alles kein Problem. Bis 16 sind sie also noch in der Schule. Ich dachte eigentlich immer bis 18, aber hm. So kann man sich täuschen, ne? Stockpile, Trading Post, Hospital. Das würde ich, denke ich mal, erst bauen, wenn wir weiter fortgeschritten sind. Ich weiß nicht genau, wann die Krankheiten auftreten. Es kommen Krankheiten definitiv. Wann kann ich noch nicht sagen, aber sie kommen halt. Und da muss ich vorbereitet sein. Also jetzt bin ich zum Beispiel nicht vorbereitet, weil ich habe nicht mal genug Steine dafür übrig. Leider.
Steine, Holz. So, muss ich gerade mal mein Handy muten. Es vibriert hier die ganze Zeit. Muss ich mal nach der Aufnahme die Person anrufen, die mich anrufen will. Äpfel haben wir. Wir brauchen 3 Farmer hierfür. So viel haben wir ja gar nicht. Wir können natürlich auch erstmal nur einen hingeben. Ach nee, jetzt ist ja dieses Feld hier unten auch noch aktiv. Mach ich das mal. Oder ich reiß das direkt weg. So. Hä? So, geh da oben hin, genau. Dachte gerade, warum ist der arbeitslos? Hier ist so ein großes Feld. Da kann er erstmal die Bäume hinsetzen und bis die auswachsen, das dauert ja eine Weile. Einer Bauarbeiter. Der Bauarbeiter brauchen wir erstmal hier, glaube ich, nicht mehr. Da kann er da ein bisschen Zeug wegrupfen. Kohle. Ja, Kohle macht er noch, okay. Müssen wir ein bisschen hin und her gucken. Nicht, dass wir das verpassen oder dass was falsch läuft. Schön wäre natürlich, wenn hier oben auch noch ein Markt wäre. Aber wie gesagt, der kann dann hier alles holen. Oh, hier oben sind Herbst drin. Wie kommt die denn da hin? Zeig mal, was hat der schon geschlachtet? Menge Leder. Das ist hier drin. Hier unten ist wahrscheinlich auch noch eine Menge Leder. 26, ja. Der schon ordentlich gearbeitet hier, der Schneider. Der Blur ist am Werkeln. Also es läuft. Dann kann ich ja nochmal ein Stückchen wieder beschleunigen. Wegen dem Studenten hier und da oben das Häuschen, muss alles neu gebaut werden. 19 Farmer schon. Man müsste mal... Achso, in der Town Hall sieht man ja, wie viele Familien es sind. Blacksmith, eine Frau. Oh, oh, oh. Eine muskulöse Frau. Ah, da ist schon eins weggemacht worden. Okay, das geht zwar, aber langsam. Ein Stonecutter. Ich sag wieder, boah, 2 Stück. Das ist ja... Boah, ist ja monster viel. Aber bevor die da oben wegrupfen, machen sie ja hier unten, ne? Das habe ich denn alles noch frei, Auftrag gegeben? Das ist noch alles ein Auftrag. Ja, das müssen sie ja noch holen. Brücke ist da. Können sie also hinlatschen. Wenn ihr nicht so kalt wird unterwegs. Da laut läuft einer. Ist ja Labora. Komm, Labora. Nein. Schalb stehen. Forester. Closing Racked? Soll er sich mal was anderes holen? Also Racked ist ja hier irgendwie eine normale Kleidung. Fair wäre die Hide Coat. Und Warm wäre zum Beispiel Warm Coat oder so. Je nachdem. So, noch 2 Minuten, dann kann ich zurückrufen. Fischer? Haben wir noch einen drin? Okay. 12 Fische. Was ist, haben wir hier? 32 Fische? Jetzt sammelt sich's wieder. Das ist doch schöner. Können Sie ein bisschen hin und her switchen, was Sie denn essen wollen? Wollen Sie das essen? Wollen Sie das essen? Oh, einer nachgewachsen. Zeig mal. Student. 15. Die müsste jetzt eigentlich... Nein! Woodcutter starb. Ach, jetzt werden die da oben... benutzt. Die Gräber. Ja, der Farmer ist am Arbeiten. Gut. Hier machen sie noch nicht. Wie gesagt, erst die Steine. Weil 5 ist. Ich kann jetzt zum Beispiel mal hier, zum Beispiel, wo kommen dann die Arbeiter, der Arbeiter vom Förster her? Hier vorne in der Nähe. Wo wohnt der Kleriker? Dort. Und hier zum Beispiel, weswegen ich da ein Haus hinbaue. Hier. Der Woodcutter läuft bis da. Oder der Jäger läuft bis da. Oder auch der Gessoer läuft bis da. Da könnten wir es abfangen, indem wir hier ein Haus hinbauen. Zum Beispiel, nein, nicht abfangen, nicht für alle, aber zu ein paar zumindest. Zum Beispiel vielleicht hier einer oder da einer oder da einer, da einer, da einer. Was ist jetzt los? Hier ist... War da nicht gerade noch jemand drinne? Naja, ist nicht wild. Nicht so schlimm. Wen haben wir da? Da kommt der Vendor. Der holt Sachen. Was holt er denn? Zeig mal, was du holst. Feuerholz. Kannst du nicht von da unten holen? Das braucht dann das Haus hier oben. Das Feuerholz. Zeig mal, ist hier auch was drin? Nee, ist gar nichts mehr drin. Oh. Naja, die produzieren halt nach. Dann mache ich mal höher auf. Ich mache mal 700. Ein Stückchen mehr. So, der ist fertig. Also der ist voll, meine ich. Dann kann er jetzt auch andere Sachen machen. Genau wie der hier. Der lagert wahrscheinlich noch aktuelles Material ein. Kohle und Eisen. Und dann macht er andere Sachen. Falls er es nicht jetzt auch schon macht. Kohle ist ja keine da. Zeig mal das Haus. Hm.
Toll. Ah, Steine sammeln sich wieder. Ist doch in Ordnung. Wenn ich da oben ein Haus hingebaut habe, will ich mich mal an die Stadthalle wagen. Hier, da machen sie gerade alle fleißig. Ist hier noch was? Da ist noch ein paar. Hier ist noch ein paar. Ah, die habe ich. Okay, lasse ich so erstmal. Damit sie nicht so sehr hin und her wuseln. Jetzt brauche ich auch noch ein. Am besten Hühner. Ne, Schafe wären am besten, genau. Kann gleich nachgucken, wie viele drin passen. Müsste ich, ja. Müsste ich erst haben. Okay. 4 von 55. Hier ist voll. Und hier ist voll. Warte, da. Genau. Also die kleinen, die 9x9, die reichen schon eine Weile für den Anfang. Aber wenn man größer wird, muss man auch einen größeren haben. Den habe ich ja hier erstmal. Kann mich ja dennoch weiter ausbreiten und ja. Mal sehen, da ist einer nachgewachsen. Zeig mal, wer ist denn das? Labora, männlich. Ja, dann zieht da oben ein neues Pärchen ein. Definitiv. Da steht ja sowas von schon fest. Gut, dann freuen wir uns mal auf das Haus neben der Farm oben. Den setze ich auch mal als... Setzen wir den als Farmer ein? Ja, mache ich jetzt einfach so. Wer wohnt hier? Ach, hier ist eine Frau gestorben. Nein. Hä? Hier sind zwei, da sind zwei. Die können da auch zusammenziehen. Dann brauche ich da ein zweites Haus eigentlich. Ich brauche da ein zweites hin. Weil es sind zwei Pärchen da unten, die entstanden sind. Und damit leite ich zur nächsten Folge über und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann oben mit den zwei Häusern und auf Wiedersehen.